thank <laughs> you Hallo, Freunde der Filmunterhaltung, und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Trap No Way Out. In diesem Film geht es um Vater und Tochter und zwar um Cooper, gespielt von Josh Harnett. Den kennt man zum Beispiel aus Oppenheimer oder zum Beispiel aus Pearl Harbor. Der hat mit seiner Tochter ja, Karten bekommen für die Sängerin Lady Raven. Lady Raven, die wird gespielt von der RB-Sängerin Saleka Sheyamalan. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und ja, und Tochter Riley, die wird, gespro die wird gespielt von Ariel Donoghue. Die kennt man zum Beispiel aus Wolf Likes Me oder Tough. Und ja, Vater und Tochter gehen zu diesem Konzert. Was sie bemerken, ist, dass da schon recht viel Security und auch Polizeipräsenz dort zu finden sind. Aber Tochter denkt sich da jetzt erstmal nichts bei. Sie ist erstmal vollkommen happy, dass sie, dass sie ihre Lady Raven sehen kann. Und ja, das Konzert beginnt auch und so. Und ja, Cooper guckt sich immer mehr um und hier und da und ja, in einer Pause gehen sie zu seinem Merchstand und wollen halt Merch kaufen und ja, da fragt Cooper den Merchverkäufer, ja, was ist hier eigentlich los? Warum hier so Polizeipräsenz? Ja, es ähm, hat sich herauskristallisiert, dass an diesem Tag auf diesem Konzert sich der Butcher befindet. Ein Mensch, der, ja, man könnte schon fast sagen, Serienkiller ist. Und ähm, sie haben herausgefunden, dass er Karten für dieses Konzert hat. Und ähm, man wird alles daran setzen, diesen Menschen zu finden. Was Cooper gar nicht gefällt. Denn Cooper ist der Butcher. Somit muss er nicht nur versuchen, seine, seine Tochter Riley das Konzert nicht zu versauen, weil das würde sie ihm nie verzeihen. Denn er muss auch gucken, dass er seine Identität als Butcher geheim hält. Und er muss noch gucken, dass er irgendwie aus dieser Konzerthalle herauskommt. Jede Menge Spannung, jede Menge ähm, ja, tolle Ideen die man in diesem Film halt reingepackt hat. Und ja, es gibt auch hier und da noch ein paar kleine, kleine, ähm, ja, sage ich jetzt mal, Easter Eggs, beziehungsweise es gibt ja auch so den einen oder anderen kleinen Gastauftritt. Aber da muss man teilweise doch schon ganz genau hingucken, um manche Leute zu erkennen. Also ich... Hatte mir schon gedacht, dass, ähm, die dass die Schauspielerin, die Lady Raven darstellt, wirklich eine RB-Sängerin sein muss, denn das passte eigentlich schon. Aber diese Saleka hatte ich bisher noch nie gehört. Weiß nicht, vielleicht ist sie in Amerika so eine Riesennummer. Und hier in Deutschland habe ich sie bisher noch nie mitbekommen. Schreibt mal unten in die Kommentare rein, ob ihr die Saleka kennt oder schon mal was gehört habt von ihr. Mir ist sie bisher noch nicht aufgefallen, aber ja, da sie ja, da die Gesangseinlagen ja nicht synchronisiert waren, konnte ich sagen, schon richtig gut. Also wer RB mag, sollte sich diese Frau echt mal anhören. Aber auch als Schauspielerin hat sie dort sehr gut performt. Bis auf eine Szene, da hätte ich mir ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Mimik gewünscht. Das ähm, war mir nur ein bisschen wenig, aber für das sie ja keine Vollblut-Schauspielerin ist, geht das jetzt erstmal vollkommen klar. Und äh, Josh Harnett, wie er diesen Cooper dargestellt hat, das ist absolut grandios. Wie er mit seiner Mimik gespielt hat, wie er sich immer umgeguckt hat. Weil er sich langsam immer unwohler gefühlt hat und nicht weiß, wie kommt er da raus und dies und das und hast du nicht gesehen. Aber er muss auch gucken, dass seine Tochter nichts mitkriegt und so weiter und so fort. Ey, dieser Film ist absolut grandios, ey. Wie, also, da hat Josh Harnett wirklich eine absolut richtig gute Rolle für sich ergattert. Also. Und wie er die dann auch noch gespielt hatte. Also man hatte wirklich zu 100% das Gefühl gehabt, dass er genau dieser Cooper ist und dieser Butcher ist, der da Leute entführt, Leute quält, misshandelt, tötet und so weiter. Da hatte man echt gedacht, Alter, das bist du, das bist du, 100%ig. Das ist wirklich also auch grandios gemacht. Auch natürlich... Ähm, dieses Ganze, dass sie das Ganze in dieser Konzerthalle da zum größten Teils abspielt, hat natürlich den, hat natürlich den Vorteil, dass man ähm, da natürlich alles sehr gut planen kann. Also kannst du natürlich gucken, wo sind hier welche Ausgänge und so, wo könnte man vielleicht hergehen und so. Und dann bist du auch wirklich als Zuschauer da irgendwie selber auch mit drin, um zu, zu überlegen, okay, da stehen diese Bullen. Die haben den und den Auftrag. Die müssen das und das machen. Ich könnte dann aber daran vorbei, wenn ich dieses und jenes mache. Denn es ist nicht bekannt, wie der Butcher aussieht. Das ist schon mal, das ist Fakt. Die wissen nur, dass er da drin ist in diesem Konzertgebäude. Und ähm, ja, nehmen natürlich dann jetzt von diesen, was waren das, 25.000 Leuten roundabout man 3000 männliche Zuschauer mit dabei und jeder einzelne musste dann natürlich überprüft werden. Und dann überall diese Polizei und so und jeder guckte, dass irgendwie irgendwas Verdächtiges passiert und so und Cooper versucht sich so unschuldig und so unauffällig wie möglich zu verhalten und... Ja, seine Tochter, die darf ja auch nichts mitkriegen. Ey, das ist einfach grandios. Ey, es ist grandios. Also der Film hat wirklich Spaß gemacht und man ist ja da wirklich dann auch so da drin, so richtig selber so sich in diesen Kupa hinein zu hineinzuversetzen und dann wirklich schon so wie so, ich sag jetzt mal so ja, so eine Art ähm, Detektivspiel daraus zu machen. Nur halt aus Sicht des ähm, des ähm, ja Schurken, sage ich jetzt mal. Wie komme ich da raus? Was kann ich machen, um mich da rauszubringen, dass es so unauffällig wie möglich ist und so weiter und so fort. Also wirklich genial. Ach ja, noch ein kleiner, kleine Anmerkung ähm, zum Abspannen. Ihr solltet auf jeden Fall sitzen bleiben, denn ähm, da kommt noch eine kleine Szene, die nochmal so ein bisschen für einen kleinen Lacher sorgt. Aber auf jeden Fall sollte man sich die nicht entgehen lassen. Ja. Und damit ich nicht das nächste Mal ohne Popcorn oder ohne Getränke ins Kino muss, dann guckt doch mal jetzt ein bisschen Werbung. Hallo Freunde Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also Randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Trap No Way Out. Ein Film, der voller Nervenkitzel ist, voller Spannung ist. Es schafft, dass man sich in den Charakter Cooper in diesen Verbrecher hineinversetzt und überlegt, wo könntest du rausgehen? Wie könnte es am unauffälligsten sein? Was kannst du machen? Und auch nicht, dass es deine Tochter mitkriegt, dass du dieser Verbrecher bist, von dem alle überall reden. Ey, das ist einfach genial gemacht und die Umsetzung ist gut und ähm, dass man das auf so ein. So in so einem Konzertsetting gemacht hat und in so einer Konzerthalle und nicht einfach irgendwie, sage ich jetzt mal wie in 5867 anderen Filmen, dass das einfach irgendein Mörder da einfach irgendwo quer durch die Gegend darum läuft, da, sondern das jetzt mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal einem komprimierten Setting gemacht hat, fand ich richtig gut. Hat man wirklich sehr viel richtig gemacht und deswegen gebe ich den Film weil mir der Film echt Spaß gemacht hat. Zwischen vier und fünf Totenköpfen. Der Film ist definitiv sehenswert. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und Zeit habt und Bock habt, schaut euch diesen Film an. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film Trap. No Way Out. Wenn euch gefällt, was ich mache. Dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und außerdem, bis Ende des Jahres möchte ich die 500 Abonnenten haben. Unterstützt mich doch auch dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.